schätze Personen, die im Verein für deutliche Aussprache sind und sie nimmt kein Blatt vom Mund, sie ist jetzt niemand, die da ewig rumeiert da und sich wahnsinnig Gedanken um Political Correctness macht. Das ist mir grundsätzlich sehr sympathisch, an ihr kann man sich reiben. Und also ich persönlich mag solche Typen da. Also, das, also Frau Kraft muss zu Hause bleiben. Also ich bin jetzt ja auch... Und Sie sind auch zutiefst, das sage ich mal als Sozialdemokrat, Sie sind natürlich auch zutiefst unsozial. Ja, eben. Denn der Staat verschuldet sich letztlich ja nicht bei armen Leuten, sondern bei vergleichsweise Reichen. Wenn die Schulden hoch sind, dann steigen auch die Zinsen. Also ich sage mal, das hat alles... Gut, also Sie haben einer Meinung. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Das Dumme war, wir haben gerne Deficit Spending gemacht, aber haben übersehen, in den guten Jahren dann tatsächlich die Schulden zurückzuzahlen. Ja. Das ist in der Tat das große Verhängnis. Ich freue mich, dass wir da in der Ampel jedenfalls in allen wesentlichen Fragen einen Konsens erreicht haben da und deswegen glaube ich, können wir sagen, die Bilanz nach knapp 2 Jahren Ampel ist ausgesprochen positiv. Deswegen würde ich sagen, mit der Ampel, das läuft nicht so schlecht. Eigentlich viel, viel besser, als wahrscheinlich viele erwartet haben. Wie stimmen Sie sich denn in dieser Kooperation zum Beispiel mit Frau Dr. Strack-Zimmermann ab? Wie läuft das denn so? Also wir sehen uns routinemäßig alle 14 Tage und wenn was Akutes ist, dann telefonieren wir miteinander. Reicht das denn als Abstimmung? Ja. Was sollen wir denn sonst machen? Sollen wir jetzt jeden Morgen uns treffen? Oder? Ich sage immer, wenn was Akutes ist, dann wird miteinander telefoniert und wir haben routinemäßige Sitzungen alle 14 Tage. Und das komplette Interview, das gibt es am Freitag, den 26.08.2016, 18 Uhr auf facebook.de/freiedemokraten live.